Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Enquetekommission 4 des Landtags NRW legt heute ihren Abschlussbericht vor. Wir haben uns 2 Jahre lang mit den Finanzierungsoptionen des öffentlichen Personenverkehrs in Nordrhein-Westfalen im Kontext des gesellschaftlichen und technischen Wandels befasst, so der offizielle Titel der Kommission und so auch deren Arbeitsfeld. Wir Grüne sehen viel Einigkeit am Ende dieses Prozesses. Alle Fraktionen bestätigen die hohe Bedeutung des öffentlichen Personenverkehrs für die Gesellschaft. Alle Fraktionen möchten ein besseres Angebot und mehr Service. Die Kommission hat viele sinnvolle Vorschläge für den Weg dorthin diskutiert. Als praktische Möglichkeiten wurden beispielsweise, ich führe jetzt nur einige auf, erstens die überjährigen Fonds zur Finanzierung der Infrastruktur, zweitens Lebenszyklusmodell der Infrastrukturfinanzierung, drittens Entwicklung eines qualifizierten Regionalnetzes, viertens das Schaffen von leistverständlichen, wiedererkennbaren Standards für Mobilstationen diskutiert und angeregt. Alle Handlungsempfehlungen müssen jetzt weiter konkretisiert werden und in die Umsetzung gehen. Mit dem ÖPNV-Gesetz haben SPD und Grüne bereits vorab erste Sonderförderungen zur Verfügung gestellt, zum Beispiel für die Reaktivierung von stillgelegten Schienenstrecken oder auch, vielleicht hat es Herr Rehbaum übersehen, für die nachholende Sanierung von Stadtbahnstrecken. Dieses ist bereits im ÖPNV-Gesetz, was wir im Dezember vorigen Jahres beschlossen haben, Teil der Sonderförderung. Und auch zur Elektrifizierung bisheriger Dieselstrecken, damit die bereits grundsätzlich umweltfreundliche Bahn noch einen höheren Beitrag zum Erreichen der Klimaschutzziele leisten kann. Unsere aller Aufgabe ist und bleibt auch die Herstellung der Barrierefreiheit, die Herstellung der Barrierefreiheit für mobilitätseingeschränkte Mitbürgerinnen und Mitbürger. Der Bundesgesetzgeber hat das im Personenbeförderungsgesetz ja bereits für das Jahr 2022 vorgeschlagen. Bis dahin sollen die Maßnahmen ja realisiert werden. Viele unserer Kommunen im Lande sind doch tatsächlich im zeitlichen Verzug. Wir als Land NRW leisten dort Hilfe. Wir Grüne wollen, dass mehr Menschen Bus und Bahn nutzen. Dazu ist ein Ausbau der Infrastruktur unverzichtbar. Hierzu benötigt der ÖPNV jedoch weitaus mehr Finanzmittel, als bisher zur Verfügung standen. Neben den Fahrgästen und dem Land müssen auch der Bund und auch die Kommunen sich verstärkt um ihre Aufgaben und ihre Verantwortung kümmern. Dies gilt auch für diejenigen, die einen sogenannten Drittnutzen haben. Handel und Gewerbe, Arbeitgeber und Immobilien profitieren von guten ÖPNV-Anbindungen. Dass eine finanzielle Beteiligung dieser möglich ist, ohne dass Arbeitsplätze gefährdet werden und ohne dass Mieten explodieren, beweist Frankreich mit der Abgabe Versement Transport. Auch in Deutschland ist dies möglich. Schon heute gibt es einzelne Fälle, wo sich Privatunternehmen auf freiwilliger Basis an der Finanzierung des ÖPNVs beteiligen. Wichtig ist uns Grünen aber vor allem, die Benutzung des ÖPNV muss einfacher gestaltet werden. Dazu gehören eine transparente Tarifgestaltung, die landesweite Angleisung von Apps und Infrastrukturvorgaben und die Ausrichtung des Angebots der Verkehrsunternehmen an den Bedürfnissen der Fahrgäste. Um dieses Fahrziel Zukunft zu erreichen, haben wir Grüne den Mut, die Frage zu stellen, ist die jetzige Zersplitterung des ÖPNVs in NRW mit diversen kleinen, kleinsten und großen kommunalen Verkehrsunternehmen, mit Städten und Kreisen als gesetzlichen Aufgabenträgern, mit 9 und nicht, wie Herr Rehbaum sagte, 3 Tarifverkehrsverbünden und mit 3 Aufgabenträgerverbünden für den SPNV der bestmögliche Weg oder führt er in eine Sackgasse? Bedarf es nicht einer intelligenten, übergeordneten Steuerung der Arbeit der Zweckverbände, sei es in der Form einer Landesverkehrsgesellschaft oder etwas Ähnlichem? Und weil das so ist, findet sich die Forderung im Wahlprogramm meiner Partei wieder, dass die Interesse der Fahrgäste im Mittelpunkt stehen muss und dass sich die Strukturen an diesen auszurüsten haben. Andere zucken vor dieser Systemfrage zurück. Alle Defizite zum Trotz möchten sie unverrückbar am alten System unreformiert festhalten. An diesem Punkt waren wir uns in der Kommission uneinig. Das will ich auch feststellen, dass nach 2 Jahren Diskussion nicht nur hier Differenzen zwischen den Fraktionen verblieben. Diesen punktuellen Differenzen zum Trotz beurteilen wir Grüne die Ergebnisse der Enquetekommission als Erfolg für den ÖPNV und als Erfolg für Nordrhein-Westfalen. Deshalb haben die Fraktionen von SPD und Grünen einen Entschließungsantrag eingebracht. Alle 2 Jahre soll die Landesregierung dem Parlament berichten über die Umsetzung der formulierten Ziele der Enquetekommission. So bewahren wir den Erfolg der gemeinsamen Diskussion und schaffen den nötigen politischen Druck und die nötige Dynamik, beim ÖPNV am Ball zu bleiben.
Die vorzeigbaren Ergebnisse sind das Resultat der ausführlichen fachlichen Diskussion in der Enquetekommission. Für die offene, stets zielführende Diskussion bedanke ich mich ausdrücklich bei den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen. Last but not least haben neben den Sachverständigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landtagsverwaltung und der Fraktionen ein großes Stück zum Erfolg beigetragen. Ohne ihr Wirken im Hintergrund wäre die Arbeit der Kommission nicht so gelungen. Darum geht an Sie mein ganz herzlicher Dank für Ihre wertvolle Unterstützung und nochmals viel Erfolg in der Zukunft für den ÖPNV in diesem unserem Lande. Vielen Dank, Herr Kollege Boy. Für die FDP.